Hey, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Luva. Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, ja, hier ist so überhaupt nichts mehr los auf dem Server. Wie ihr seht, mal wieder ganz alleine. Und ich habe mir überlegt, ich habe ein paar Kürbisse gesammelt. Und in der letzten Folge habe ich ja gesehen, dass Olli sein Haus am Bauen ist. Und dann werde ich dem lieben Olli mal einen kleinen Streich. Ey, wo sind meine Kürbisse? Oh, ich bin noch im Dings. Ein Moment. Das wollen wir natürlich. Hä? Ich wollte gerade sagen. So, vom Roleplay aufnehmen war ich jetzt noch im Game Mode. Weil da muss ich ja ab und zu einfach mal drüber fliegen über die Map, um zu filmen. So. Also, wir wollen dem Olli einen kleinen Streich spielen. Und deswegen habe ich Lust, einfach mal ganz viele Kürbisse in sein neues Haus zu stellen. Oder ich baue einfach sein neues Haus mit Kürbissen zu Ende. Machen wir das doch so. So. Gehen wir doch mal gucken. Oder sollen wir so die Treppe so zu Ende bauen? Geil, bauen so die Treppe zu Ende. Ach, Kürbisse können gar nicht in der Luft hängen, ne? Wie war das? Ah. Versuchen wir das doch mal von oben. Ich glaube, ich baue einfach. Komm, wir bauen sein Dach. Ach, geht ja nicht, ne? Mann! Ich möchte aber jetzt da einen Kürbis hinsetzen. Weißt du was? Ja. Machen wir das anders. Ich hasse diese Tür. Das habe ich aber, glaube ich, Mann! Schon tausendmal gesagt. Dann habe ich jetzt Lust, ihm hier eine schöne Kürbiswand hinzubauen. Ich mache sowas ja eigentlich sonst nie, so Streiche. Aber habe ich jetzt mal Lust drauf. Auf dem Server ist einfach nichts mehr gebacken. Ich habe auch so langsam das Gefühl, dass das Projekt generell so ein bisschen zu Ende geht. Und wir haben ja auch schon alles gebaut und alles. Deswegen mache ich jetzt nur noch Streiche. Ich bin jetzt die Frau der Streiche. So, natürlich ein paar Fackeln hier hin, damit hier auch nichts spawnt. Das wollen wir dem Olli ja nicht antun. So, da hat er auf jeden Fall was. Das war ein Anschlag. So, was Schönes da stehen. So, wen könnten wir denn jetzt noch ärgern? Peter, habe ich. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Jesus Maria, habe ich mich jetzt erschrocken. Boah. Oh, mein Herz. Uiuiuiui. Was das hier wird, weiß ich auch nicht. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Ja, müde bin ich auch. War ein bisschen Zombie drin. Dann hast du abgesperrt. So. So. Ja, beim Peter machen wir immer was. Na, zum Glück macht der Creeper keinen Schaden mehr. Zumindest nicht mehr an den Häusern. So. Gut, in der letzten Folge hatte ich euch übrigens auch meinen Geheimgang gezeigt. Und da wollten wir das Holz, was wir abgebaut haben, natürlich unterbringen. Das machen wir auch jetzt mal. Deswegen starten wir von immer von hier. Hier gibt es einen Cut und bis gleich. So, da wären wir. What? Fahren wir doch mal längst drüber. Also, ich sollte mir aber vielleicht erstmal das Holz zu Planken machen, ne? Dies wäre schon auch schön, die Tür hinter uns zu machen. Also bis jetzt hat es wirklich auch noch keiner gefunden, trotz dem Video letztens. Also ich hoffe, dass noch keiner gefunden hat. Wow, wo geht's denn da lang? Wer weiß. Alles mysteriös hier. So, fahren wir mal rüber.
Bis ich mit den Schienen weiterbauen kann, das dauert. Hier war es aber schon. Das dauert erstmal, weil ich habe momentan kaum Eisen und muss erstmal ein bisschen Minen gehen. Zum Glück habe ich eine gute Spitzhacke. Dann geht das nämlich alles ganz flott hier. Weil ich finde, so ein Tunnel sollte auch Eisen. Sollte auch schön sein. Siehst du, hier beim Bauen findet man direkt Eisen. Das kann man direkt dann schmelzen hinten. Ich könnte mir eigentlich auch mal Öfen hier in meinem Geheimbau hinbauen. So. Schau an. Jetzt machen wir die Decke schön. Natürlich nehmen wir das erstmal mit hier. Da wird noch mehr sein. Das war es nämlich nicht in Gehirn hier. Dieses bisschen Eisen. Aber hier war auch Kohle noch, ne? Die könnten wir auch gebrauchen. Nämlich, wenn wir da wirklich jetzt, wie ich gerade gesagt hatte, uns unseren eigenen Ofen hinbauen, dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Kohle. Nehmen wir den. Oh, direkt noch mehr Eisen. Jawollo. Läuft. Es läuft doch. Kann ich nämlich dann direkt die nächsten Schienen schon machen. Aber ich sammle erstmal. Oh, noch mehr Eisen. Ich sammle erstmal ein bisschen. Ja, habe ich meine Glücksschwicken? Ne, ich wollte gerade sagen, Glück. So. Machen wir das doch hier direkt wieder zu alles. Eins, zwei, drei. Vier. Ich sag mal hier lang weiterbauen. Oh, ich wollte gerade sagen, oh Mann. Mann, Mann, Mann. Ich dachte gerade, es wäre schon wieder vorbei und ich müsste schon wieder draußen Holz holen. So. Gucken wir doch mal. Müssen wir hier noch die Störenfriede rausmachen. Wieder weg. So, das ist noch vorbeigelaufen. Wieder weg, wieder weg. Gut, dann können wir auch schon wieder zurückfahren. So, das ist ganz praktisch mit dem, mir fallen heute die Namen nicht ein mit der Lore. Weil ich muss einfach nichts machen. Ich kann einfach drin rumsitzen, kann ein bisschen gucken, nach hinten, nach vorne. Ich glaube, der Kiste da, da hatte ich auch noch ein, zwei Loren reingepackt. Falls wir unterwegs mal rausspringen, die Lore fährt weiter. Damit man da hinten auch direkt nochmal einsteigen könnte. So. Dass die einfach da stehen, die fährt ja nicht weg, ne? Ich habe ja da eine Schiene, eine Beschleunigungsschiene ohne Redstone gemacht. So dass. Mann, was mache ich denn hier? So dass die mich da hinten bremst. Wir machen uns direkt mal zwei Öfen hier. Stellen wir die noch in die Ecken. Da ein hin. Da ein hin. Ziehen wir Kohle da rein. 10 Magule da rein. Den Müll legen wir wie immer hier ab. Stöcke kann man auch immer gebrauchen. Ich habe nur eine Fackel mit. Nicht gute, nicht gute. So. Na, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal gemacht. Und von dem Eisen können wir dann. Was ist das für ein Geräusch? Boah, ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch? Ich glaube nicht, dass ihr das hört wegen meinem Mikrofon. Das ist nicht so empfindlich eingestellt. Aber es ist total windig hier in Köln und gerade ging mein Rollo, ich habe das Fenster auf und die Rollo ist so ein bisschen runter. Und mein Rolloband hat gerade so geflattert, so. Ich denke, was ist das denn? Ich dachte, die Aliens kommen. So. Es kommt wieder. Wie macht man noch Maschinen? Wie war das nochmal? Ich brauche die Stöcke, glaube ich, ne? Ich kann so viele machen, jedes Mal vergesse ich es einfach wieder. Zwei Stücke, das reicht glaube ich eh nicht. So. Dann ging das jetzt nochmal. War das so? Irgendwie. Nee. Oh Gott, wie ging das? Dann die Stöcke in der Mitte und das Eisen drumrum.
Lass mich mal kurz überlegen. Das ging. Zehn Stunden später. Das ist doch eigentlich. Ja, Eisensticks. Kam da noch Holz dazwischen? Warte mal, wann habe ich denn die letzten Schienen gecraftet? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war auf jeden Fall hier Eisen, aber die Sticks sind irgendwie nicht. War das noch? Ah, boah, wollte schon sagen. Irgendwie war es doch. Ich wollte gerade sagen, gibt doch nie hier. Gut, dann haben wir schon mal 16 Schienen. Ja, Gold habe ich noch keins. Da kann ich erstmal noch nicht weitermachen. Weil so viel ist das nämlich eigentlich. Man denkt immer so, wenn man so ein ganz Schienensystem hat, dass derjenige irgendwie, ja, wie sagt man das? So nach dem Motto, oh, guck mal, das hast du eh nicht so abgebaut und so. Aber guck mal, man kriegt aus 6 Eisen und einem Stick kriegt man schon 16 Schienen raus. Damit kann man unnormal viel bauen. Und so viel Gold braucht man für die Redstone-Schienen auch nicht. Und Redstone findet man eh in Massen. Das geht eigentlich ganz schnell. So, diesmal bauen wir die Lore aber mal ab. So, theoretisch muss ich den Gang gar nicht mehr so lange bauen, weil ich unterirdisch fast da angekommen bin, wo ich hochkommen möchte. Das werde ich euch aber nämlich auch nicht sagen, weil sonst... Ihr wisst schon. Ihr wisst schon. So, die eine Fackel investieren wir mal hier. Mir wird es nämlich jetzt hier zu dunkel. Aber ich weiß auch langsam, ich hatte ja eben schon erwähnt, das Projekt, das schläft langsam so ein bisschen ein. Und ja, eigentlich sind nur noch aktiv Peter, Olli. Sven ist ja jetzt zurückgekommen, der macht aber hauptsächlich nur noch bei den Roleplay-Videos mit. Ja gut, es ist ein bisschen schade darum, dass jetzt das Roleplay erst angefangen hat und wahrscheinlich dann, weil es eben mit dem Luva-Projekt so langsam ans Ende geht, wird es das Roleplay auch, glaube ich, nicht mehr so lange geben. Deswegen bin ich ja die ganze Zeit... Jetzt bin ich am Morden. Die ganze Zeit auf der Suche nach einem schönen neuen Projekt. Deswegen hatte ich mich natürlich auch bei Desperado beworben. Das ist nämlich so genau das, worauf ich Bock hätte. Dieses Roleplay-mäßige. Aber es ist nun mal sehr schwer, da reinzukommen. Deswegen bin ich auf jeden Fall auf der Suche nach einem neuen Projekt, das nochmal Eisen. Und wenn ihr ein Projekt habt vielleicht... Oder irgendwo eins gesehen habt, wo ihr meint, guck mal, vielleicht würde dich das interessieren. Dann schickt mir das auch gerne mal zu. Dann kann ich ja da mal... Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Könnte ich ja da mal anfragen, dass wir auf jeden Fall so langsam in die Richtung laufen. Auch wenn ich noch nicht so wirklich mich damit zufrieden gebe, dass Luva endet. Muss ich trotzdem Ausschau halten, damit ich euch, wenn es wirklich zu Ende ist, wir lassen das mal offen, damit wir hier ein bisschen Licht haben. Wenn es wirklich zu Ende ist, damit ich euch was anbieten kann als neues Projekt. Ja, müssen wir uns trotzdem umgucken langsam. Und deswegen gerne zuschicken. So, eins, ich mache mal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ach! Falsch! Alles nochmal weg. Weg, 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 weg. Geht das hier mit schneller? Ja. Weg, weg. Alles nochmal weg. Da habe ich so viel Scheiße gelabert und so viel Wirrzeug, dass ich ganz vergessen habe, hier den Boden auszubuddeln. Weil hier kommt ja Birkenholz hin. Nee. Wenn es ordentlich sein soll, dann soll es auch überall ordentlich sein. Hier werden wahrscheinlich Monster spawnen. Habe ich noch Sticks? Sticks habe ich ja genug. Da hinten war, glaube ich, Kohle am Boden. Da können wir eigentlich ein paar Fackeln machen. Und mein Näschen läuft schon wieder. Jo! So, irgendwo kam hier die Kohle. Ach, da hinten ist noch ein Stück weg. Dip, 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 dip.
So. Die nehmen wir mit. Ich mache auch immer jedes Mal, wenn ich irgendwas abbaue, fällt mir auf, ich baue einfach unter mir und über mir die Steine ab. Und es ist mir einfach schon so oft passiert, dass auf einmal irgendwie Lava von oben kam, ich in irgendein tiefes Loch geflogen bin, aber ich mache es trotzdem immer wieder. Jedes Mal vergesse ich das. Und jedes Mal, wenn ich es dann gemacht habe, denkst du, oh scheiße, jetzt habe ich es schon wieder gemacht, aber zum Glück ist nichts passiert. So, jetzt können wir nämlich die Schienen endlich hinbauen. Wie viele waren das? Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier kommt dann Redstone hin. Haben wir noch was mit? Haben wir auch nichts mehr mit? Ja gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. So. Sehr schön, sehr schön. Ach, wir wollten noch ein paar Fackeln machen. Ein paar Fackeln. Weil hier ist ja dunkel. Damit uns hier keine Aliens holen. So. Und dann fahren wir mal zurück. Blub, 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 blub. Und bringen wir noch unser Eisen, was wir gerade noch abgebaut haben, zurück. Bin ich schon hier auf einer durchgehenden? Ach, nochmal 8, damit können wir nochmal 16 Schienen machen. Läuft doch. Da müssen wir unbedingt gucken, dass ich irgendwie für die nächste Folge mal ein bisschen farmen gehe. Damit ich wirklich ganz viel Gold habe. Und vielleicht, ich will ja auf der anderen Seite auf jeden Fall ein kleines Häuschen bauen. Vielleicht habt ihr ja Ideen, wie das Häuschen aussehen könnte. Da könnt ihr mir gerne über Twitter oder so vielleicht mal ein paar Vorschläge schicken. Und vielleicht baue ich das dann auch. Mit euch zusammen natürlich. So. Lore abbauen, Lore rein. Ganz brav natürlich. So. Gucken wir doch mal, dass wir das noch rausholen. Guck mal, haben wir noch mal 6. 10 Stück. Die setze ich aber direkt mal hier rein. Bruchstein. Bruchstein. Hä? Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, hä, da war doch noch mehr Andesit. Wie spricht man das eigentlich aus? Spricht das richtig raus? Andesit, Andesit. Andesit. Keine Ahnung. Na, ich würde sagen, das war's auch schon mit der kleinen, kurzen Folge Minecraft Lover. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. So viel haben wir ja gar nicht gemacht. Aber in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes... Ich wollte jetzt Wochenende sagen, dabei haben wir erst Mittwoch, wenn die Folge kommt. Mist! Ah! Naja, danke trotzdem fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!